Achtung, das Putin wütet. Es breitet sich aus. Das NATO-Militär ist am Rande der Überlastung. Wir brauchen mehr Abwehrgeräte. Ziel muss es sein, die Kurve zu flatten, Putin auf Abstand zu halten, ihn zu Hause einzusperren. Erinnere dich an Butscha. Wer über 17 Grad heizt, ist unsolidarisch. Wir müssen den Buchstaben Z verbieten und aufhören, unseren Körper unnötig lange unter der Dusche zu desinfizieren. Und Demonstrationen. Die müssen verboten werden, wo immer möglich. Denn wenn sie stattfinden, treffen sich dort lauter böse Menschen, die wollen, dass ihre Lügen zum Superspreader werden. Und die sozialen Medien müssen überwacht und zensiert werden, denn nichts ist gefährlicher als Hassrede und Falschinformationen in einer Zeit, wo die absolut wahre Wahrheit nur noch künstlich beatmet wird. Wir müssen Flagge zeigen, am besten doppelt und dreifach, Ukraine- und EU-Flagge und am besten mit Regenbogen-Emoji, nicht nur auf X, sondern auch allein im Auto. Es ist notwendig, dass wir unsere Solidarität von allen Russen sozial distanzieren. Isoliert euch von den Schwurblern. Alle Experten sagen den Untergang Europas voraus, wenn wir jetzt keine billionenschweren Maßnahmen ergreifen. Damit Putin nicht aufhört zu wüten, müssen wir die gesamte Bevölkerung mit Angst impfen. Wir brauchen Herdenimmunität gegen Selberdenken. Wer dagegen ist, ist ein Nazi, dem es egal ist, wenn bald alle Europäer sterben. Wir dürfen den Lügen der unabhängigen Medien nicht glauben. Aussagen unserer Behörden dürfen niemals hinterfragt werden. Wenn wir das tun, werden wir schon bald nichts besitzen und glücklich sein.